Was tun nach dem Schulabschluss? Diese Frage stellen sich jährlich im Schnitt rund 16.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg. Das Angebot ist groß und die Konkurrenz wächst ebenfalls stetig. Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie entschieden sich im Jahr 2021 fast die Hälfte der Abiturienten für eine Ausbildung anstelle eines Studiums. Das bedeutet zunächst mal schlicht, dass junge Leute, die mit dem Abitur in der Tasche in eine betriebliche Ausbildung wechseln, häufig ein bisschen älter sind. Das Zweite ist, dass ein Abiturient, eine Abiturientin zweigleisig auch fährt. Mache ich eine betriebliche Ausbildung, studiere ich danach, während eben ein Interessent für eine betriebliche Ausbildung mit dem Schulzeugnis mittlerer Schulabschluss oder erster Schulabschluss definitiv sagt, die betriebliche Ausbildung ist mein Schlüssel zur beruflichen Qualifizierung und zum Traumjob. Auf der Ausbildungsmesse im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit stellten sich am Mittwoch rund 40 Unternehmen der Logistik- und Speditionsbranche vor. Auch hier wächst der Wunsch nach Abiturienten. In der Seefracht bevorzugen wir tatsächlich halt Abiturienten, gerade mit dem Hinblick, dass man viel Kundenkontakt auf Englisch auch hat und halt sehr international, sag ich mal, tätig ist. Deswegen bevorzugen wir halt immer gerne Abiturienten. Natürlich haben wir auch Bewerbungen mit einem mittleren Schulabschluss. Das ist auch gar kein Problem, nehmen wir auch sehr gerne. Aber ja, die Bewerbungen, die halt bei uns eingehen, sind halt tatsächlich mit Abitur. Allerdings müsse man sich als Arbeitgeber auch damit auseinandersetzen, dass die Anforderungen der Bewerber steigen. Laut Sönke Fock setzt die junge Generation auf einen sicheren Arbeitsplatz. Zudem sollte dieser möglichst nachhaltig und umweltbewusst sein. Immer mehr junge Menschen wünschen sich zudem eine 4-Tage-Woche. Doch für viele Unternehmen wäre eine solche Umstellung, zum Beispiel in den Arbeitsabläufen oder der Produktion, nur schwierig umzusetzen. Sie versuchen, mit anderen Leistungen zu punkten. Ganz hoch im Kurs steht bei uns beispielsweise das Gleitzeitkonto. Gleitzeitkonto heißt beispielsweise, dass man feste Arbeitszeiten hat, eine Kernarbeitszeit quasi und sonst relativ flexibel in der Arbeitszeit ist. Das kommt immer sehr gut an bei den Azubis. Die haben natürlich auch vermögenswirksame Leistungen, das kommt immer auch mal ganz gut an. Gerade wenn man halt so einen Hinblick auf die Zukunft immer überlegt, okay, wie sieht es denn jetzt aus, wie sieht meine Zukunft generell aus. Das Wichtigste sei jedoch weiterhin der persönliche Austausch, um potenzielle Azubis zu erreichen. Bereits im März finden in der Agentur für Arbeit die Ausbildungsmessen für den Einzelhandel sowie den medizinischen Bereich statt.